Treppe runter, Treppe runter. Da muss auch noch eins weiter, ne? So. So. Wäre hier dann... Also hier wäre Boden, das heißt, hier wäre die Decke, das heißt wiederum, dass wir noch einen tiefer müssen. So. Und das wäre dann eben unsere Bodenfläche, dann haben wir nämlich hier dann die, ich mache hier mal so einen hin, so. Ja, und dann haben wir 1, 2, 3 und hier ist dann der Boden. Das ist doch schön, dann haben wir nämlich schon mal schön unseren Boden und unsere Decke ausgelotet. Jetzt kommt es natürlich ein bisschen darauf an, wie man mit dieser Treppe hier weiterverfahren möchte. Man kann natürlich dann einen Absatz bauen, der ist dann 4x4 und dann geht es von da nämlich einfach weiter runter. Wie wäre es denn damit? Klopf, 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 klopf. Ist jetzt natürlich nicht so super spannend. Außer, dass hier mal zur Abwechslung ein bisschen Erde ist. Das ist doch auch mal schön. Inventar ist voll. Weil, aus Gründen. Na, wir tun mal den Cobblestone nach oben. Den können wir gleich mal wegbringen irgendwann. Jetzt geht draußen auch noch die Sonne auf. Ne? Meine Güte. Meine Güte. Immerhin hat die Kamera jetzt keinen Rotstich, ne? Nee. So. So, 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 so. Und weg damit, und weg damit. Und, stimmt. Kurz mal aufessen. So. Treppe, 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 Treppe. Jetzt können wir den blöden Cobblestone auch gleich mal nutzen für ein paar Treppen. So. Treppe, 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 Treppe. Und es reicht natürlich nicht. Weg. So, Treppe, Treppe. So, hier an der Seite, da kann man dann gucken, ob man dann wieder so ein Lichtloch, sag ich mal, da reinbaut. Und dann gucken wir mal. So, hier auf den Boden setze ich auch mal eine Fackel, dass man was sehen kann. Und dann geht das weiter. So. Keine Ahnung, wie tief wir hier rein müssen. Ich mache einfach die Erde erstmal weg. Wir können es ja hinterher mal wieder zubauen, das ist ja alles kein Problem. So. Gut, dann haben wir gesagt, 4x4 ist der Boden. So, entschuldigt, wenn ich ab und an mal so ein bisschen aufrecht sitzen muss. Ja, die Webcam, die ist immer noch irgendwie so komisch. Keine Ahnung. Aber mein Rücken dankt mir ab und an dann doch mal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Also, das ist dann hier der Absatz. Ach, da hätte ich jetzt auch den Hammer nutzen können, ich Idiot. Naja. So. So, dann haben wir nämlich, machen wir wie oben, hier dann hier ein Lichtloch und 1, 2, 1, 2, hier ein Lichtloch. Dann ist es gut ausgeleuchtet. Ist dann zwar nicht symmetrisch, in dem Fall ist es nicht weiter schlimm. Passt ja eigentlich so, sowieso ganz gut. Und ja, es ist dann vor allem hell. Anders als jetzt gerade hier. So, die ist auch gleich hinüber, siehst du. Gut, dass ich nur eine habe. Und dann haben wir dann auch unsere Breite in der Richtung. Beziehungsweise... Hier ist die Wand. Doch, passt doch.
Nur der Eingang, der ist dann halt direkt irgendwie da an der Seite. Das ist dann auch in Ordnung. Ja. Das ist ja auch wieder nur so ein Technikraum letztendlich, ne? Bin ich froh, dass ich Audio vom Spiel und Audio von der Sprache separiert habe. Ich sehe hier die Ausschläge gerade, das geht schon ganz schön hoch. Ich gucke mal, dass ich das ein bisschen runterregel, nur dass das Geklopfe nicht irgendwie so allzu laut ist. Dass man das Let's Play dann auch beim Einschlafen hören kann. Es ist ja sowieso nicht so spannend, das heißt, man kann auch wunderbar dabei einschlafen. So wie das sein muss. So. Dann haben wir nämlich unseren Gang. Das heißt, hier ist dann zu. Bis hier. Weil Treppe und so. Weil eigentlich muss es gar nicht so weit zu sein, ne? Man kann da eigentlich hier. Doch, wir müssen so weit zu. Nee, wir müssen nicht so weit zu machen. Dahinter ist doch nichts. Oh, 3 breit. 2 breit, 3 breit. 1 breit ist mir zu schmal, 2 breit. Lichtloch. Wie haben wir die oben gemacht? Gut, da hat sich die Frage nicht gestellt, weil Ecken und so. Aber es wären ja theoretisch dann immer 4 dazwischen. 1, 2, 3, 4. Hier ist das Loch. 1, 2, 3, 4. Hier ist das Loch. Das heißt, wir gehen hier noch weiter rein. Ja. 1, 2, 1, 2. Hier ist das Loch. So, dann haben wir nämlich unsere Ecke hier schon mal. Und dann ist nämlich hier das Loch. Und das heißt, wir müssen bis hier reingehen. Ist das oben auch so an der Ecke? Nee. Doch. Oben ist es auch so an der Ecke. Dann orientieren wir uns daran und machen das hier unten ganz genau so. Das ist dann hier zwar auch wieder nicht symmetrisch. Aber es ist dann ähnlich wie oben auch an der Ecke. Da, 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 da. Der Keller nimmt so langsam Form an, würde ich sagen. So, ja, genau. Zack. So, so, so. Ist dann etwas länger als der andere Keller. Wir können den auch ein bisschen breiter machen, vielleicht sogar. Gucken wir gleich mal, was wir da machen können. Also was heißt ein bisschen breiter? Wir müssen uns natürlich dann hier an diesen Abständen orientieren und den entsprechend breiter ziehen. Aber ich mache hier erstmal die Fläche rein, wie sie sein soll. Corona schlägt um sich. Corinna auch, aber Corona schlägt um sich, würde ich sagen. Ja, solange es kein Fieber ist, ist es keine Grippe. Von daher passt das dann schon. So. Apropos Corona, jetzt haben wir die nächste Woche Homeoffice. Als Sicherheitsmaßnahme. Läuft, würde ich sagen. ja. Läuft, läuft. Mal ein bisschen User-Interaktion machen. Wie ist denn das? Schreibt mal in die Kommentare. Unten drunter. Habt ihr Angst vor Corona? Meine Let's Plays sind ja standardmäßig aus historischen Gründen. Und generell und sowieso ja eher ohne User-Interaktion. Aber ab und an. Ach, wir können das Ganze ja mal ein bisschen upgraden, oder? So.
Also gern mal irgendwas in die Kommentare schreiben. Ich reagiere auch eigentlich irgendwie so auf alle Kommentare und schreibe zu allen Kommentaren irgendwelche blöden Kommentare dann meinerseits dazu. Ich glaube, da ergänzen wir uns ganz gut. Nein, nicht persönlich nehmen. Ach ja, ja, ja. Clown gefrühstückt und los geht's. Nein, gut, eigentlich noch gar nicht gefrühstückt, dafür habe ich meinen Knabberkram. Oh. Diesmal sogar das Original. Wobei die anderen natürlich auch geil schmecken. Aber die hatten sie nicht da gehabt, beziehungsweise haben sie irgendwie nur bei dem einen Supermarkt, der früher mal Alkauf hieß. Jetzt heißt er ja nicht mehr so. Beziehungsweise wurden die Filialen ja übernommen. Oder die Standorte. Von einem anderen Supermarkt. Der auch nicht weiter genannt werden würde in dieser Sendung. In diesem Let's Play. Weil wir ja hier in diesem Let's Play ganz unkommerziell sind und keine Werbung machen. Außer ich entscheide mich um und wir machen mal Werbung für irgendwas. Aber nein. So weit kommt das noch. Meine gute Zeit mit irgendwelchem Werbemüll zu verschwenden. Ja. Achtung, jetzt kommt eine steile These. Wer ohne Werbung nicht überleben kann, wird auch mit Werbung nicht lange überleben. So. Bisschen Ernst des Lebens wieder. Die ist auch gleich wieder hin. Nee, die Güte, das nimmt ja langsam überhand und hier ist es zu dunkel. So. Hopp, da ist sie hinüber. Was machen wir denn jetzt? Jetzt muss ich wieder zurück und mir noch wieder eine neue machen. Meine Güte. So. Vielleicht mache ich mir gleich zwei. Ja, passt. Als wenn es gewollt wäre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh hier, ich habe hier sogar noch ein bisschen Zeug. Und Plastik habe ich auch noch, also ich kann... Und Röhren habe ich natürlich auch noch. Meine Güte, bin ich gut. Ich nehme die gleich mal mit. Brauch sowieso noch ein paar Special-Röhren, um verschiedene Dinge sicherer zu machen. Aber da gucken wir gleich mal. So ein Quatsch. Wo ist der Eimer? Da ist der Eimer. Warum ist da so viel Cobblestone im Inventar? Das war eine super Idee. Warte mal. Der bringt's enorm. Ach, Idiot. So. Und rein damit. So. Dann passt das. Dann ist das gut und dann muss das auch so. Ach, natürlich. Warum sollte ich auch meine eigene Mod kennen? Wo laufe ich denn hin? Hier laufe ich hin. Ich finde ja geil, dass die Truhen einfach immer nur aufquietschen. So. Auf ein neues. Zweimal. Dreimal. Konnte man nicht mal mit Shift-Klick das direkt ins Crafting, aus dem Crafting Salz-Ding hier runterziehen. Ne, irgendwie geht das nicht mehr. Oder ich bin einfach zu doof dazu. Kann natürlich auch sein. Will ich gar nicht ausschließen. Ne, es geht einfach nicht. So. Ach, bevor wir den einmal ausgießen, tun wir wieder hier unten hin. Mal wieder Müll im Inventar.
So. Immer noch Müll. So. Und dann gehen wir wieder rüber. Wir können ja jetzt den normalen Weg benutzen. Der einfach nur mal 10-mal länger ist. Aber hey. Dafür haben wir ihn doch. Oh, und das Geländer fehlt noch. So. Tür zu. Tür zu! So, und... Oh, da ist kein Brennmaterial mehr. Das heißt, wir tun mal unsere letzte gute Kohle damit rein. Nein, hier, das ist wichtiger. So. Machen wir das mal eben. Ja. Läuft so semi-gut, ne? Ich dachte, wenn man das irgendwie so nacheinander irgendwie abhaut, dass der die wirklich alle wegnimmt. Er sagt ja auch irgendwie, dass er die aktiviert hat, aber die sind dann weg und das Zeug ist noch da. Ne? Siehst du hier direkt daneben und es bleibt trotzdem da. Naja. Naja, was soll's. Oh, Inventar ist wieder voll. Das ist natürlich bei so wenig Inventarplatz auch nicht verwunderlich, dass das Inventar schon wieder voll ist. Immerhin, wie gesagt, nimmt er die Blätter mit, wenn man das mit Shift gedrückt hält und dann abbaut. Also von daher alles gut. Und Inventar schon wieder voll. Sind ja auch nur 2 Slots, ne? Ja. Komm ich da ran? Naja, gut. Was soll's? So, einmal aufrosten. Zack, 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 zack. Da, da, da. Vielleicht baue ich die Farm nochmal um, dass da ein bisschen mehr Platz ist und dass das hier am Rand nicht alles immer hängen bleibt. Aber erstmal ist das jetzt okay so. So, hier die Baumgrenze. Guck mal hier, die ist auch schon gewachsen. Dann ziehen wir die gleich mal ein bisschen länger. Da haben wir die nächste eben schon mal angebrochen. Gucken wir mal, wie das wächst. War das eine Kuh oder was? So. Wie voll war das? Okay, das nehmen wir mal drunter. Und Ziel ist dann natürlich von der Kiste da oben runterzuleiten in die Kiste unten. Und, ach ja, genau, das ist durch. Das kommt wieder rein. Und aus der Kiste unten wird dann eben der Ofen entsprechend gespeist. Oh. Das ist einfach so ein doppeltes oder ja fast dreifache Zufuhr von Brennmaterial ist. Dazu muss der Ofen natürlich an eine Stelle, wo von unten dann irgendwie ein Rohr dran kann, wo man das auch dann nicht sieht unbedingt.
Also hier unten wahrscheinlich dann irgendwo hin, aber da gucken wir nochmal, wie wir das machen. Vielleicht machen wir hier eine kleine Brennkammer irgendwo noch rein. Wenn man dann hier auf dem, auf diesem Absatz hier nach da gehen, auf dem Absatz unten kann man auch in alle Richtungen gehen. Und in der Brennkammer, da kann man irgendwie 10 Öfen reinstellen und wenn dann richtig viel mal zu brennen ist, aus irgendwelchen Gründen, was wahrscheinlich nicht vorkommen wird, aber für den Fall das, könnte man natürlich dann da den Ofen nehmen. Was man natürlich auch dann machen kann. Dass man einen Grinder dazwischen schaltet, dann kann man nämlich diese ganzen Erze da rein tun, die grindet man zu Pulver. Und das Pulver, das kann man brennen und das gibt zwei Erzbarren. Also zwei Barren dann von dem jeweiligen Material zurück. Und die kann man dann auch mit dem Autocrafter in Blöcke machen und die Blöcke, die kann man dann einlagern. Und dann schmeißt man oben einfach alles rein, was man hat, in die Kiste. Das wird alles runtergeleitet in den Grinder, das wird gegrindet, das wird gebrannt, das wird autogecraftet in Blöcke und da kann man natürlich dann mit den Pipes, und die muss man natürlich, die Pipes dann filtern, also ein Filtermechanismus, Filterpipe, oh, Kaktusrüstung hält noch, Filterpipe, wie auch immer sie sich nennt, dass man eben die Erze dann nach Typ filtert und dann in den jeweiligen Autocraftern halt zu Blöcken macht und hinterher wird dann eben alles ja in das Lagersystem geleitet. Da ist dann auch wieder gefiltert und haben wir hier Eisenblöcke, Diamantblöcke, nein, gucken wir mal, was man da für Blöcke machen kann. Da ist natürlich unten der Platz wahrscheinlich ein bisschen zu eng, ja, aber das ist auf jeden Fall eine Sache, die man definitiv mal in Angriff nehmen könnte. Und wir haben ja Zeit und ich habe noch Holz im Inventar, was ich eigentlich in die Kiste schmeißen wollte. Und für das ganze Craften und Autocraften, da braucht man natürlich viel Brennmaterial. Und deswegen haben wir hier oben die Kiste und da haben wir dann hier die Kiste. Beziehungsweise man braucht halt Strom und den Strom kann man dann ja aus dem Brennmaterial ziehen. Und die brauchen auch alle irgendwie einen Loop in den Pipes. Das Problem ist nämlich, wenn die aus der Pipe rausgesogen werden durch den Extractor. Die gehen dann halt raus. Und wenn das Ding, wo sie reingehen sollen, dann voll ist, dann wandern die nämlich wieder zurück in die Pipe. Und wandern wieder rein und pendeln halt hier immer irgendwie hin und her. Und es kann halt passieren, dass solche Sachen dann irgendwie rausploppen aus der Pipe oder dass die entladen werden oder beim Neustarten gelöscht werden oder sowas. Deswegen mache ich das dann so, ne? Also ich baue hier eine Weiche ein und ich baue eine Weiche ein und in der Weiche, da gehen die von der Seite, gehen die durch. Und dann ist hier noch so eine Einrichtungstube und durch diese Einrichtung, da gehen sie eben durch. Wenn sie zurückpendeln sollten, können sie nur in diese Weiche gehen und gehen wieder in die Truhe rein. Bedeutet auch, dass teilweise Sachen, die aus der Truhe rauskommen, direkt in die Abzweigung reingehen, warum auch immer. Keine Ahnung. Passiert ab und an und dann gehen sie halt auch wieder zurück. Das ist aber nicht weiter schlimm. Der größte Teil geht halt eben rein. Das hat den Vorteil eben, dass im Idealfall einfach nur so ein paar Nodes dann eben in der Pipe drin sind und die eben nicht in das volle Gerät reinkommen, die gehen halt wieder zurück. Ja, das hat eben den Vorteil, dass eben die auch dann nicht geladen sind, das spart so ein bisschen Speicher und sie gehen nicht verloren, wenn mal was sein sollte, dass die Objekte entladen werden, warum auch immer. Und das wird halt bei jedem Extractor, bei jeder Pipe dann eben der Fall sein. Bedeutet auch, dass ein paar Items mehr in Verwendung sind. Aber so viele Items, wie wir nachher dann irgendwann kriegen sollten, das wird keine Probleme machen. So, und wir gucken jetzt mal hier unten. Dafür war ich ja eben drüben und habe die Hacken gemacht, dass wir hier mal ein bisschen weiter bauen. Und die ganzen Fantasien müssen wir mal gucken. Ne? Das wird noch ein bisschen dauern, bis wir das alles umsetzen können. Aber es ist machbar. Definitiv ist es machbar. Ob das dann auch alles flüssig läuft und so läuft, wie ich mir das vorstelle, das ist natürlich dann immer die andere Frage. Aber zumindest dieses Konstrukt mit schmeiß alles oben in die Kiste rein und hol am anderen Ende alles gebrannt und perfekt vorbereitet irgendwie raus, das funktioniert auf jeden Fall. Das funktioniert sogar auf Servern. Halt von der Performance her, da muss man auch mal gucken. Aber
Hier auf dem Rechner wird es auf jeden Fall laufen, wenn es auf dem Server läuft. Also von daher mache ich mir da keine Sorgen. So. Genau, hier müssen wir noch. Dann haben wir nämlich hier 1, 2, 3, 1, 2, 3, dann haben wir nämlich hier das Loch. 1, 2, 3, 4 und das Loch. 1, 2, 3, 4 und das Loch. 1, 2, 3, 4 und das Loch. Das heißt, hier gehen wir noch 2 rein. Und dann haben wir nämlich einen schönen großen Keller, den wir hier in der Mitte von der Decke aus beleuchten müssen. Ah, gucken wir mal, wie wir das machen. Es wird ja sowieso irgendwie ein Technikraum, das heißt, der sollte dann ja sowieso irgendwie von der Decke beleuchtet werden. Halt in etwas moderner als ja, Kellerwandlöcher mit Licht. So, was mache ich denn da? Ich bin schon wieder voll. Und mein Inventar auch. Gut, dann bringen wir das weg. Und dann kann man eigentlich hier auch mal eine Kiste machen. Oben. Kobble. Kobble. Mehr Platz ist halt nicht. Unten leer. Nee, das ist dumm. Das ist dumm, du Idiot. L links. Kobble. Rechts. Leer. So. Kann man hier ein bisschen Kobbel entsorgen. Und das ganze andere Scheißzeug hier irgendwie in der Kiste, das ist ja ungeheuerlich hier. Können wir vielleicht ein paar Äpfel essen. Nom 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 nom. So. Dann sind sie zumindest nicht grundlos verschwendet. Gut, Loch, Loch, Loch. Und weiter. Ja, was erzählt man denn so beim Bauen? Kann natürlich mal gucken. Hier war zu nachher, ne? Genau. Das heißt, so, dann machen wir hier nur abmessen und abzählen. Und hier drüben. Loch. 1, 2, 3, 4. Zack. Ja. 1, 2, 3, 4, zack. 1, 2, Ecke. Und da passt das auch. Ja, sehr gut. Dann haben wir zumindest den Rand schon mal beleuchtet. Hier oben Deckenbeleuchtung. Schauen wir mal. Vielleicht reicht das auch, aber ich wage zu bezweifeln, dass wirklich von hier irgendwie. Andererseits ist es ja halt auch wirklich nur ein Technikraum. Du gehst halt nur rein, wenn du irgendwas von der Technik möchtest. Na, wir schauen mal. Trotzdem jetzt zum Bauen mache ich hier mal ein bisschen Licht. So, hier kommt auch wieder zu. Und dann wird das ganze Zeug jetzt hier noch ersetzt durch Steine. Beziehungsweise durch Steinsteine. Oder wie war noch die Bezeichnung? Es war doch Steinsteine, nicht wahr? Oh, hier ist 1, 2, 3, 4 und hier ist das Loch. Dann kommt hier zu, ne? Oder wo kommt zu? Und hier zu kommt. Irgendwas stimmt hier nicht. 1, 2, 3, 4 und hier. Also hier kommen auf jeden Fall Steinsteine rein. Wovon wir noch 60 Stück haben, das heißt, so viel kriegen wir hier gar nicht zugebaut, ne? Ah, hier oben kommt die Decke rein. Die Decke machen wir, glaube ich, mal zuerst.